Hi, ich bin André Spang, komme aus Köln und unterrichte mit digitalen Medien. Ich werde hier heute einige Lehrer treffen, die das auch tun. Das wird spannend. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen. Hier haben wir jetzt den Andreas. Und der Andreas, der hat sich gleich eine schöne Stadt ausgesucht, wo er unterrichtet. Und zwar unterrichtet er, wie er mir erzählt hat, an der deutschen Schule in Madrid. Andreas, du bist da Physik- und Informatik- und Philosophielehrer. Spannende Fächer auch. Und ja, wir haben so ein bisschen ähnliche Genese. Ich habe vor 5 Jahren an meiner Schule das digitale Lernen sozusagen vorangebracht, das ganze Projekt angestoßen und versucht, das eine Innovation zu schaffen. Du hast das noch ein bisschen größer angezogen und erzähl uns mal, was da genau passiert ist. Also im Prinzip bin ich eingeladen worden, an der Deutschen Schule Madrid sozusagen den Informatikbereich ein bisschen zu restrukturieren, zu überlegen, wie kann man tatsächlich sozusagen neue Klassenräume auch gestalten, in denen mit Medien gearbeitet wird. Die Deutsche Schule Madrid ist komplett neu gebaut worden. Eine Chance, die man natürlich wahrscheinlich auch nur einmal im Leben hat, tatsächlich ein neues Gebäude zu gestalten und zu überlegen, wie geht es weiter. Also habe ich den Schulentwicklungsschwerpunkt digitales Lernen, digitaler Lernraum begleitet die letzten 3 Jahre und wir haben für den Neubau überlegt, was brauchen wir konkret. Und in dem Zusammenhang haben wir uns konzentriert und haben abgewogen, nehmen wir die klassische Tafel, die Kreidetafel, ist es das Whiteboard, ist es ein interaktiver Beamer oder ein Smartboard und was tun wir da eigentlich rein? Mhm. Und wenn man so 50 Klassenräume neu gestaltet, sollte man lange überlegen. Wir haben in der Arbeitsgruppe geschaut und haben verschiedene Sachen angeschaut und sind letztlich darüber befunden, zu sagen, wir wollen was möglichst offen ist, wo wir rangehen können als Lehrer, können mit unterschiedlichen Geräten auch dran gehen, dass wir da uns nicht festlegen auf ein Device sozusagen. Mhm. Dann ist es eigentlich die Weißwandtafel gewesen. Nach verschiedenen Überlegungen, die Weißwandtafel mit einem Beamer dran und einem Apple TV, sodass man drahtlos arbeiten kann. Das ist ein großer Vorteil. Und wir haben auch das klassische Lehrerpult gestrichen, das haben wir nicht gemacht. Wir haben einen Stehtisch genommen, das heißt ein flexibler Stehtisch, sodass man wirklich auch sagen kann, man steht dran. Einfache und gute Idee. Ne? Ja, also wirklich keep it simple, ne? Also dass man auch in Zukunft, auch in 2 Jahren sagen kann, okay, ich habe einen HDMI-Anschluss, ich kann alle Geräte anschließen oder ich gehe drahtlos dran. Und das ist vom Kollegium auch gut angenommen worden? Ist gut angenommen worden. Natürlich haben wir die großartige Chance, sozusagen auch begleitend Kollegen zu unterstützen. Ja. Also gab verschiedene Bausteine, Lehrerfortbildung, ein ganz wichtiger Baustein, das Klassenraumdesign, ein wichtiger Baustein, aber auch die Unterstützung der Kollegen mit Finanzmitteln. Ja. Das heißt, jeder Lehrer hat ein iPad sozusagen von der Schule gestellt bekommen, einen Zuschuss zum MacBook bekommen, je nachdem, was man sich kaufen wollte. Und das hat einen riesen Impuls gebracht, zu sagen, wir statten Lehrer aus, wir bilden Lehrer aus und schaffen auch die Räume dazu. Mhm. Also so ein Dreischritt in der wirklichen Unterstützung für Lehren und für Lehrkräfte. Und das Ganze hast du jetzt in ein E-Book gepackt, um das auch irgendwie weiterzugeben? Das Ganze mit noch ein paar Bausteinen dazu sozusagen kommt in das E-Book hinein. Dann kann man sich das mal anschauen, kann darüber nachdenken. Es werden nicht überall so die Rahmenbedingungen sein, aber ich glaube, mit kleinen Schritten kann man gut beginnen. Ja. Und dann braucht es auch eine gewisse Weiterentwicklung im Kollegium. Das muss man reintragen. Klar, das ist auch ganz wichtig. Ja. Ganz wichtiger Punkt, genau. Sehr spannend, vielleicht sollte man mal nach Madrid kommen. Deutsche Schule Madrid. Madrid ist eine Reise wert. Sehr schöne Stadt. Sehr schön. Vielen Dank fürs Interview. Ja, danke schön. Hat mich gefreut.